Die Schlagersänger Florian Silbereisen und Beatrice Egli müssen jetzt mehr Licht ins Dunkel bringen. Sie haben nur Augen füreinander. Gerade erst zeigten Florian Silbereisen, 42, und Beatrice Egli, 35, in der Schlagerboom schon mal wieder, wie nah sie sich stehen. Und mit jedem gemeinsamen Auftritt der beiden wird das Liebesgeflüster lauter. Die Fans fragen sich schon lange, was steckt denn wirklich dahinter? Jetzt müssen sie die Wahrheit sagen. Florian Silbereisen, Beatrice Egli, da sind Gefühle im Spiel. Wie glücklich wir beide wirklich sind, das wissen nur wir, kokettieren Florian und Beatrice gerne und kichern dabei wie verliebte Teenager. Dazu werfen sie sich heiße Blicke zu, während sich ihre Finger wie zufällig berühren. Doch wie ist der Beziehungsstatus von Beatrice? Manchmal ist von einem Freund die Rede, aber genau weiß das keiner. Ist sie schon längst frei für Florian? Die Fans wollen endlich wissen, wie es um ihre Zuneigung steht. Da ist doch mehr zwischen den beiden Schlagerstars, oder? Beatrice Egli, Florian Silbereisen? Immer wieder suchen sie Nähe. Auf der Bühne schmiegen Florian und Beatrice sich leidenschaftlich aneinander und singen händchenhaltend: Du willst es doch auch mit mir. Dir geht es genau wie mir, und vielleicht sind wir ein Paar, schon ein paar Mal zu weit gegangen. Wie viel Wahrheit steckt in diesen Zeilen? Alles kann nicht gespielt sein, da sind sich die Zuschauer sicher. Auch sonst sucht Beatrice immer wieder Florians Nähe. Jetzt möchte die 35-Jährige sogar mit ihm an Bord des TV-Luxusliners gehen. Ich würde wirklich gerne auf dem Traumschiff drehen. Ich habe schließlich eine Schauspielausbildung gemacht und diese Leidenschaft ist bislang leider viel zu kurz gekommen, erklärte sie. Vielleicht kommt dort dann auch endlich die Wahrheit ans Licht. Im Video siehst du, wieso Florian Silbereisen, Beatrice Egli eiskalt abgestraft wurden.